So, Leute, da bin ich schon mal ganz kurz zurück. Es geht natürlich noch immer noch um die Alien-Artefakte, denn ich habe eben gerade mal ganz schnell noch mal beim Chimera-Stil geguckt. Also, nur mal ganz kurz. Das hier ist quasi jetzt die teuerste Variante, die möglich ist, wenn wir halt alles eingesammelt haben. Klar, bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber ich denke mal, das werden wir die Season auf jeden Fall noch gemeinsam hinkriegen. Denn worum soll es gehen? In jeder Woche haben wir wieder 5 Punkte bekommen. Ich werde euch ganz schnell auf der Map zeigen, wo ihr die findet. Und die Videos habe ich natürlich alle schon einzeln dazu hochgeladen, wenn ihr irgendwo genau gucken wollt, ich finde das nicht. Also, machen wir das ganz kurz und knapp. Einmal findet ihr es hier oben links bei Believer Beach. Beach. Dann hier bei Pleasant Park an dem Wächterturm. Die dritte ist hier an der Brücke unterhalb vom Corny-Komplex. Und dann an dem Wächterturm bei Misty befindet sich ebenfalls noch eine. Und hier an dem ersten kleinen Becken oberhalb von Retail. Ihr seht schon, mein PlayStation 5 Controller ist hier kaputt gegangen. Mein PlayStation 4 Controller hat so einen leichten Linksknick. Da, ich drücke nichts. Der hat Langeweile, der Controller. Geister, die ich rief. Wie gesagt, das sind die 5 Punkte. Wir gehen nochmal gerade rückwärts. Einmal hier bei Pleasant Park, einmal hier beim Wächterturm von Misty, dann hier bei der Brücke von Corny Complex, dann bei Pleasant Park beim Wächterturm und hier links von der Pfannkuchenfestung. So, dann hoffe ich mal, dass ihr auch soweit langsamer vorankommt, was den Chimera-Skin betrifft. Euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein.